Um mit dem Sturmsoldaten von Level 16 auf Level 17 zu kommen, müssen wir 4 Gegner mit einem beliebigen Fahrzeug überfahren, einen Gegner mit einem Fahrzeug überfahren und schnell danach 4 andere Gegner mit einem Sturmgewehr töten und zweimal 8 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeist-Technik töten. Jo, das klingt alles relativ gut machbar, bis auf vielleicht die 2x8 Gegner in einem Einsatz der Kampfgeisttechnik. Kommt natürlich auch noch drauf an, wie schnell die, wie viel sind es, 4 anderen Gegner getötet werden müssen, nachdem wir einen überfahren haben. Das bedingt natürlich auch eine Patrouille mit mindestens 4 Gegnern. Haben wir 2 Gegner? Haben die vielleicht ein Motorrad bei sich liegen oder so? Stress? Oh, den können sie haben. Den können sie. Was? Da kommen sie. Kein Motorrad, gar nichts. Nein, schade. Da kommt ein Auto. Das ist aber sehr nett. Dankeschön. Das brauchen wir. Und jetzt einfach 4 Gegner überfahren. Alles klar. Das ist gar kein Problem. Sollten wir nicht aus unserem Fahrzeug, gewaltsam aus unserem Fahrzeug entfernt werden. Ein weiteres Fahrzeug da vorne, aber keine Patrouille. Ich dachte gerade, da sitzt der hinten neben mir. Ja, nur eine Leiche. Raus da. So. So, aber eine Patrouille dürften wir eigentlich relativ einfach finden. Dann einfach einmal durchfahren. Und wenn es 4 Leute sind, dann ist die Herausforderung ja schon mal erledigt. Und ausgerechnet jetzt ist hier weit und breit nirgends eine Patrouille. Naja, schießt hier nur auf mich. Ich suche eine Patrouille. Bis auf die 2x8 Gegner können wir tatsächlich alles mit Patrouillen erledigen. Hallo, hallo, hallo. Das gibt's nicht. Sag mal, wurden die Patrouillen aus dem Spiel entfernt oder was ist hier los? Na kommt schon. Sonst laufen hier so viele Patrouillen rum. Was geht denn mit der Karre hier? Die klappert vor sich hin. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Na, Wärmebild an. Bringt da auch nichts. Keine Patrouille. Da ist eine Wolf-Patrouille, aber mit so einer Aim-Drohne möchte ich mich jetzt ungern anlegen. Boah. Wer fährt dieses Fahrzeug? Niemand. Es ist ein autonomes Fahrzeug. Da. Oh Mist! Verdammt. Naja, 3 haben wir erwischt. Den letzten kriegen wir jetzt auch noch. Das wäre so eine große Pat, wenn wir ihn finden. Natürlich nur. Ah, da. Hallo. Uff. Oh, nein, 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 nein. Ah, nein. Oh, wir sind gleich tot wahrscheinlich. Sag mal. Ja, noch mehr Miniguns. Warum auch nicht?
Ich habe das dumme Gefühl, wir sind ein bisschen verletzt. Down we go! Oh, ach du Heilige. Das war tiefer, als ich dachte. Aber immerhin sind wir in Sicherheit. Wir können uns mal eben verarzten. Eieiei. War doch gar nicht so schwer. Das war das Erste. Wenn ich mir das kann, wenn ich mir das genauer angucke, ich glaube, es könnte schwieriger sein, diese zweite Herausforderung, einen Gegner überfahren und dann schnell vier weitere Gegner mit einem Sturmgewehr töten. Denn wenn wir einen überfahren, kriegen die anderen das ja mit. Oh, wenn wir einen finden würden, der Infos hat. Die gibt es meistens dort, wo es Fraktionsmissionen gibt. Hier zum Beispiel. Gibt es hier welche, wo irgendwie heißt, Sentinel-Einheiten wissen mehr oder sowas? Computer. Drohnenlager säubern, Computer finden. Sentinel-Soldaten. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal hier. Oder haben wir irgendwas, was noch näher an der Straße ist? Nee, nicht wirklich, ne? Dann reisen wir mal hier hin. Denn vielleicht funktioniert es ja, wenn ich einen Sentinel-Soldaten, der Infos hat, wenn ich so einen auf die Straße lege, der ist dann ja nicht tot, wenn ich dem den Pistolenkolben, heißt es Kolben bei der Pistole? Ja, den Griff halt ins Knick ramme. Der liegt dann ja noch am Boden und jammert. Schnell weg von den Wolves. Aber die Frage ist, wo ist die Straße? Komplett die andere Richtung. Ich bin halt einfach so ein Navigationsgenie. Aber da sind lauter Proteine. Termiten. Lecker Termiten. So. So. Wir müssen auf jeden Fall runter an die Straße. Bike. Töten Sie 8 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeisttechnik. Okay, das heißt, auf jeden Fall müssten dort dann... Da sind 2. Da unten sind wie viele? Ach, nur 3. Oh, da sind auch noch welche. Das wären genau richtig. Ich probiere es. So, wo sind die Bulls? Ach, ganz da hinten. Verdammt. Ah, oh, Kampfkreistechnik ist vorbei. Das war's dann. Okay, das müssen wir auf jeden Fall im Lager machen, denke ich. Muss ich nur mal kurz schauen, wie man das am besten auflädt. Tötung und an Drohnen angerichteter Schaden, Tötung mit Sprengladung und Tötung auf kurze Distanz. Drohnen? Wenn wir sterben, sind wir direkt am Biwak. Wow, bin ich erschrocken, dass die jetzt auf einmal anfängt zu schießen. Wow, das du, Raketen sind unfair. Und Patronenteile könnte ich ehrlich gesagt auch gebrauchen. Gut, die schnappen wir uns, die Teile. Und dann springen wir mal da oder da mit dem Fallschirm ab. Ja. Am besten da hinten.
Hat er die jetzt ohne Animation aufgesammelt? Ja, scheinbar schon. Okay. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe halt einfach total verpeilt, wo die Wolves sind. War aber auch sehr knapp. Oh, guck mal, da unten ist ein Lager. Da könnten wir es nochmal versuchen. Oh, guck mal. Da jammert einer rum. Und da gibt es Aloe Vera. Aloe. Da jammern sogar zwei rum. Warum bin ich jetzt hier im Fallschirm runtergekommen? Das bringt mir eigentlich rein gar nichts. Ich verhöre die jetzt nicht. Überphase. Bringt auch nichts. Ich verhöre sie nicht einfach, damit andere die Informationen noch haben können. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn da unten für ein Krüppchen? Ah, nicht viele. Ich fahre hinten Richtung von diesem Lager, was ich da gesehen habe. Ah, ich töte die hier aber noch. Wir müssen Tötungen auf kurze Distanz, ne? Tja, das war nicht besonders kurzdistanzlich, aber hey. Es waren Tötungen. Stand ja Tötungen und an Thronen verursachter Schaden. Also sehen die ja auch. Tötungen auf kurze Distanz sehen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr. Okay. Oh, oh Gott. Wolves. Kein Kontakt. Roger. Ja, auch kein Kontakt. Ich liebe das einfach. Bling, plong, bling. Ich hoffe, ich habe noch genug Munition. Wäre doof, wenn nicht. Aber bestimmt. Da oben sind bestimmt ein paar Scharfschützen drauf. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass keine da sind. Da kommen wir rein. So, dann mache ich den Schalldämpfer mal ab. Und laden nochmal nach. Einfach um die volle Munitionsmenge zu haben und ja, mehr Schaden zu verursachen. Das Problem ist, hier sind nicht so viele. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, ich glaube, da ist was. Keine Ahnung, was das war, aber ich find's raus. Bisher haben wir nichts. Ausschwärmen. Vielleicht kommen ja acht. Wer weiß. Ich die anderen nicht. Da hinten hat's überhaupt nicht interessiert. Oh, ich glaube, das wird richtig, richtig hässlich. Acht Gegner? Irgendwas stimmt nicht. Sucht weiter. Da oben läuft ein Scharfschütze rum. Da oben auf dem Dach. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hier ist niemand. Die Zivilisten. Tja, das war ein kalter. Also das Lager hier ist, das bringt nichts. Haben wir hier noch andere Fahrzeuge oder nur die hier? Oh, wir schalten einfach wieder drauf. Hier finden wir keine. Ach, ich weiß es. Oh, der Scharfschütze hat uns im Visier. Oh, er schießt gleich. Autsch. Ja, ist klar. Er schießt einfach. Ja, genau.
Genau. Das Auto hat überhaupt keinen Widerstand. Es ist auch nicht gepanzert oder so. Nein. Man kann einfach von hinten bis nach vorne komplett durchschießen. Dieses Spiel, ne? Manchmal macht es mich echt wahnsinnig. Hab ich mir eben gerade erst wieder Bandagen gebastelt. So, sind wir wieder fit. Acht Gegner ist schwierig. Ist das der Bote von dem aus dem Lager? Das war, glaube ich, der Bote aus dem. Ach du Scheiße. Schlechter Zeitpunkt zum Aussteigen. Ein Bonus! Feinde im Gebiet! Sind die gerade explodiert oder? Okidoki. Aus der Ferne ein leises. Na, mein Bereich ist auch sauber. Das andere Auto wäre sicherlich besser. Das da. Ein Gegner überfahren und vier und danach vier töten. Oh Gott, das dauert zu lang. Eins. Oh, oh, um Gottes Willen. Den da hinten wusste ich, aber ich dachte, da vorne wurde doch auch noch von vorne beschossen, oder? Ach, keine Ahnung. So klappt es auf jeden Fall nicht. Gut. Auf der positiven Seite leben die ganzen Wachen wieder. Gehen wir mal zu Fuß da rein. Oder ist das das, wo ich jetzt eben war? Ja, das ist das, wo wir gerade reingefahren sind. Es sind nicht so viele Wachen. Es sind keine acht Wachen. Ein Auto. Sag mal. Überfahren ist nicht mein Freund. Ich glaube, der wollte mich gerade überfahren. Schon mehr als einmal überfahren, auch schon hier in meinem normalen Let's Play. Ja genau, lauf da um die Ecke, damit ich das Auto direkt gegen die Wand setzen kann. Denn wenn das Auto steht, während ich aussteige, dann... Ach komm, ich probiere es einfach. Seite aussteigen. Wo? Warum hab ich denn jetzt die scheiß Pistole ausgerüstet? Ja, in eurem Sektor ist jemand. Mein Gott. Was sind denn die ganzen Wachen? Sag mal. Es hat nicht gezählt, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es zählt. Nicht mehr lange und die wären da hinten gestorben, weil ich dem
mit der Granate gerade einen Kopfschuss gegeben habe zum Schluss noch, aber hey. Die Wachen sind alle viel zu weit auseinander. Mit einer Patrouille hätte ich da echt die besten Chancen. Aber warum ich da jetzt die... Ach, ich weiß, warum ich die Pistole ausgerüstet hatte. Aus irgendeinem Grund wechselt Nomad ja immer, sobald er einen Gegner mit der Hand berührt, auf die Pistole. Und ich habe den Fahrer aus dem Auto gezogen, beziehungsweise rausgeworfen, um mich selbst reinzusetzen. Und dadurch hat er auf die Pistole gewechselt. Das gleiche wird jetzt hier auch nochmal passieren. Habt ihr noch gesehen, wie er auf die Pistole gewechselt hat? Seht ihr? Jetzt habe ich hier die Pistole in der Hand. Oh, ein Konvoi. Ein Konvoi wäre ein guter Punkt für 8 Gegner. Vorausgesetzt, ich dachte, die halten an, wenn ich jetzt den hinteren unter Beschuss nehme. Haben sie leider nicht getan und schon ist der Kampfgeist wieder vorbei. Das war ja nix. Das war ja ganz und gar nix. Oh nein, ich habe wieder die Pistole ausgerüstet, ne? Aha, toll. Bin verletzt, klasse. Er schießt mich. Töte mich. Ja, töte mich. Denn es bringt mir sowieso nichts mehr. Denn nach dem Überfahren muss ich 4 Stück mit dem Sturmgewehr töten. Und so schwer verletzt kann ich leider nur noch die Pistole tragen. Schade. Schade, ich habe halt verpeilt, dem Konvoi auf die Räder zu schießen. Ich hatte schon so lange keinen Konvoi mehr. Tja, da fällt mir gerade was auf. Es ist so verdächtig still hier. Die Musik ist aus. So. Ich hatte nämlich vor kurzem noch etwas anderes aufgenommen. Als Freitagsvideo. Pass auf, ich sitze jetzt sogar gleich mit da, oder? Na, jetzt nicht? Doch, das ist so nervig. Und so dumm auch. Naja, können wir nichts dran ändern. Es sind leider nur 3, es lohnt sich nicht. Wobei, um die Kampfgeisttechnik aufzuladen, lohnt sich es vielleicht doch. Denn die brauchen wir ja auch noch 2-mal. Ich hab's los. Oh mein Gott, schon wieder einer. Ich habe das dumme Gefühl, in dieser Gegend hier gibt es nicht genug Gegner. Und auch keine so besonders großen Patrouillen bestimmt. Vielleicht, ich glaube, das wäre tatsächlich einfacher. Also zumindest, dass 2x8 Gegner mit Kampfgeisttechnik töten, wäre tatsächlich auf Golem Island einfacher. Denn dort ist die Gegnerdichte um einiges höher. Schon direkt am ersten Biwak da unten, beziehungsweise das zweite ist es ja eigentlich. Nur mit dem Überfahren weiß ich nicht. Aber selbst das müsste eigentlich einfacher sein. Bring mir's hin!
Platz. Ja, kletter doch ganz gemütlich raus, genau. Rücke vor! Nein, nicht jetzt auf die Pistole wechseln. Ah. Komm, wir gehen nach Golem Island. Wir gehen nach Golem Island. Und dann machen wir das da hoffentlich relativ schnell. Die Folge geht schon wieder 25 Minuten. Die Folgen werden echt lang jetzt, ne? Na gut, so die letzten waren jetzt nicht so lang, aber ich erinnere mich da an eine Folge mit einer Stunde und 45 Minuten ungefähr. So, hier bei diesem Testgelände, da weiß ich, sind einige Gegner. Das sind bestimmt auch mehr als 8. Oder zumindest mal mindestens 8 irgendwie im Sichtbereich. Hoffe ich zumindest. Ich mache mir noch mal ein paar neue Bandage. Brauche ich nicht. Neuen Köder. Neue Spritze. So. Einmal kurz noch ans Biwak setzen, um die Munition aufzufüllen. Und dann geht's wieder rund. Und den Verletzungsresistenz-Buff wieder neu zu kriegen. So. Schalldämpfer ja, Schalldämpfer nein, ich weiß es nicht. So, dann machen wir hier einen Abflug. Scheiße. Hab ich Kampfgeist? Ja, hab ich. Das sind die alle so perfekt in Deckung. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Sind die alle so perfekt in Deckung jetzt, dass ich keinen mehr treffe. Das war aber auch dumm, dass ich einfach da runtergerannt bin. Das war echt dumm. Aber jetzt machen wir's. Und zwar mit Köpfchen. So, wir haben einen. Oh, da ist eine Waffe drin. Okay, gut zu wissen. Einen. Zwei. Ist da oben einer drin? Nee. Drei. Die dicke Drohne. Vier. Die kriege ich aber nicht, die sind so weit weg. Die sind halt auch nicht wirklich nah beieinander. Und ich habe jetzt auch noch Schluck auf, na toll. Das, hier waren mal mehr Gegner, also mehr Fußsoldaten. Und die Drohne hier war früher nicht da. Nun. Was machen wir da? Zum anderen Punkt gehen. Ganz einfach. Wo können viele... Da waren doch viele, oder? In der Scandium-Mine, meine ich mich zu erinnern. So, und da unten, Außenposten Red Phoenix. Da, oh, da sind doch ganz viele. Müssen wir nur wieder einmal drumrum. Uns wieder durchkämpfen und dann oben aufs Dach stellen. Dann können wir deiner Kampfgeisttechnik 8 ausschalten. Dann nochmal hierhin eine Schnellreise machen oder uns töten lassen. Töten lassen wäre, glaube ich, einfacher. Da müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal gehen. Und dann... Oder uns selbst töten. Wie kommen wir denn jetzt von hier aus am besten auf die andere Seite? Eigentlich besser mit dem Biwak, ne? Da müssen wir uns aber hier wieder durchkämpfen, wobei es hier auch genug Gegner gibt eigentlich. Aber hier sind sie halt richtig schön nah beieinander. Könnt einfach mit dem Auto da oben rumfahren, da ist eh noch ein bisschen was nicht entdeckt. Oder nicht aufgedeckt. In den Autos hier sind auch viele Gegner drin, ne? Oh, schade. Ich dachte gerade, ich mach's jetzt gerade mit den beiden Autos hier, weil da sind ja jeweils 5 Gegner drin.
Flugdrohne mag ich nicht. Aber zwei Flugdrohnen sogar. Meint ihr, das Auto ist schnell genug? Ich hoffe nicht. Doch, ich hoffe schon, meine ich. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Okay, wir haben ein Problem. Aber vielleicht sterben wir ja spät genug, sodass wir auf der Vorderseite der Basis dann landen können. Oh, die Drohne ist weg. Gut. Und wir sind schon fast am Ziel wieder. Da bin ich das letzte Mal hochgefahren, ne? Als wir hier waren. Karre hat es halt bald hinter sich, aber braucht auch nicht mehr viel. Ein paar Todessterne sammeln. Stern des Todes. So, das Licht ist jetzt nicht mein Freund gerade. Achso, haben die mich verletzt? Ne, die haben mich tatsächlich gar nicht verletzt. Feindlicher Soldat! Was wäre? Verdienen wir unser Geld! Wer hat das ge... da! Eine Sch... Oh nein. Feindkontakt! Wow! Was ist da... Ach so, ja, die Behemoth schießt wieder. Läuft wieder Amok. Eingreiftrupp kommt auch noch. Ich höre, glaube ich, kleine Drohnen. Bin mir nicht sicher. Ich sitze hier in meinem unsichtbaren Busch. Nun, jetzt sitzen wir hier, ne? Komm, ich probiere mal was. Direkt. Ah, schade. Schade. Hätte klappen können. Also wenn es geklappt hätte, wäre es cool gewesen. Ich probiere jetzt einfach was aus. Oh shit. Der Eingreiftrupp ist da. Kann ich noch falsch springen? Nee, ne? Nee. Aber gut, so, jetzt wissen wir aber, dass es nicht so viel bringt, von dort auszukommen. Es reicht vielleicht tatsächlich komplett von links aus. Ich probiere das mal aus. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Schalldämpfer wieder drauf. Denn links können wir ja auch wohin. Ich weiß halt nur nicht, ob wir da genügend Gegner vor die Flinte bekommen. Also die Gegner sind ja alle hinter dieser Überdachung da unten, dort wo die Behemoth rumfährt. Die Folge, von der ich eben sprach, mit einer Stunde und 45 Minuten, die haben wir auch hier gedreht, größtenteils. Ich glaube aber nicht, dass ich von hier aus genug Gegner vorhabe. Genug Gegner.
sehen, geschweige denn treffen kann. Nee, das sind 4. Das ist nicht genug. Und ich brauche sowieso noch ein paar Kills für die Klassentechnik. Ich habe bisher dieses noch nicht gehört. Kann ich da hoch? Nee, ne? Es wäre cool, wenn es ginge. Aber da geht es nicht hoch, ne? Halt einfach den Mund und mach dich auf Himmel! So. Schwergewicht neutralisiert. Schauen wir mal, wie es da ansonsten so aussieht. Einer unten drin. Gut, das ist kein Problem. Wo ist der andere? Da hat er noch einen Shotgunner gestanden. Wo ist der? Ich habe noch einen gehört, glaube ich. Oder? Ne? Nix? War's das hier? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wo sind die Geschütze? Und die eine Wache, die noch hier rumläuft, der Funker? Läuft halt keiner hier rum. Auch gut. Wehe, die Technik ist jetzt nicht aufgeladen. Ich habe mir jetzt nämlich gerade gar nicht aufgepasst, ob das Geräusch kommt. Ich hoffe, sie ist aufgeladen. So. Haben wir genug da unten? Ah, jetzt stehen die leider nicht mehr so cool da. Aber wir haben auf jeden Fall da unten 5. Und da 2, 3, 4. Probieren wir es. Nein, die Technik ist nicht aufgeladen. Aua. Die Technik ist nicht aufgeladen. Ach, verdammt. Wo kommst du denn her? Ich habe mich eben gesucht. Zentrale, wir haben Feindkontakt. Fordern Verstärkung an für unseren Standort. Auf. Letzte Info, nicht übermittelt. Sehr gut. Nicht übermittelte Infos sind immer sehr gut. Das ist die blöde Klassentechnik noch nicht bereit. Mann, 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 wie nervig. Weißt du was, ich töte dann hier jetzt einfach noch ein paar. Zählt so ein Geschützturm als Drohne? Wenn ja, wäre gut. Mein Gott, die halten aber was aus. Hallo? Explodierst du heute mal noch? Warum frage ich noch? Warum frage ich eigentlich noch? Ja. Wunderbar. Einfach wunderbar. Wir sind wo? Wieder da, wo wir eben waren. Schalldämpfer drauf. Wieder die Fliegenpilze einsammeln.
Theoretisch dürfen die nicht wissen, wo ich bin. Aber es ist ein Spiel, von daher. Komm, geh hoch. Daher traue ich denen alles zu. Wir sind nicht allein. Bleib wachsam. Ja, natürlich, die wissen genau, wo ich bin. Ist klar. Oder wo ich war, besser gesagt. Die Behemoth schießt halt genau auf die Position, an der ich war. So exakt. Das ist doch ein Witz. Okay, daher, das heißt, gleich kommt wieder ein Kampfhubschrauber. Die Position hier ist eigentlich ganz gut. Da habe ich eigentlich einen guten Überblick. Hinten schlagen gleich Raketen ein. Oh, da kommt der Kampfheli. Wo ist er? Da. Die bewegen sich immer weg, wenn ich eine Aktion machen will, ne? Nee, er ist noch da. Sehen halt nur nicht von meiner Position aus, wenn ich stehe. Okay. Ja, ja, schießt ihr nur. Drehen die ab oder? Nee. Die kontrollieren. Wo ist er hin? Auf die andere Seite. Er geht natürlich genau parallel, also genau hinter dem Baum über die Straße. Dass ich ihn nicht treffen kann. Wo läuft er hin? Oh shit. Oh shit. Das ist uncool. Du bist ja noch in Wildlands. Da konnte man mit einer Drohne einfach in die Rotorblätter vom Heli fliegen, um den Heli zu zerstören. Geht hier leider nicht mehr. Da geht nur die Drohne kaputt. Und da gab es ja auch die Drohnen zum Heilen und zum Sprengen. Und mit EMP und Tasten nicht gesehen und Ablenkungsködergedöns. Gibt's hier alles nicht mehr, leider. Da drin lebt niemand mehr, ne? Und alle futsch. Ich frage mich, was für ein Scharfschütze mich eben da entdeckt hat. War der Raketenschütze da unten, war der jetzt eben ein Scharfschütze? Weil sonst sind da, normal sind da doch gar keine Scharfschützen.
Okay, ich habe nichts gesagt. Wolf-Scharfschütze da unten. Okay, der war's. Alles klar. Können die jetzt mal abzischen, bitte? Ich glaube, ich muss mich killen lassen, sonst wird das nichts. Ich habe so das dumpfe Gefühl, die lassen mich nicht mehr in Ruhe. Kann ich den Piloten da rausschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, der ist krass gepanzert. Außerdem sehe ich den Piloten auch gar nicht. Wenn ich einmal schieße, macht er wahrscheinlich direkt... Nein, er macht nichts. Ich habe das dumpfe Gefühl, er ist ein bisschen verpackt. Scheiße, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Übrigens gibt es einen kleinen Trick, mit dem ihr feststellen könnt, ob ihr entdeckt wurdet oder nicht. Könnt ihr euch einfach in den Busch setzen, und wenn dann diese Vignette rund um den Bildschirmrand nicht kommt, heißt das, ihr seid entdeckt. Oder auch ins Gras legen, ins hohe Gras. Gerade mal schauen, ob das hier... Ah, hier kann ich mich nicht einbuddeln. Ich will das jetzt ausprobieren. Natürlich gibt es hier nur Gestein. Und ab geht die Rutschpartie. Nee? Keine Rutschpartie? Auch gut. Hier kann ich mich bestimmt einbuddeln, oder? Nee, auch nicht. Da vorne. Okay, ich weiß warum. Man kann sich auch nicht einbuddeln, wenn man entdeckt wurde. Bums. Also wenn der Heli kommt, die ziehen ja nicht mehr ab. Wie lange soll ich denn noch warten, bis die mal abziehen? Also den Funker müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Am besten vorne gar nicht entdeckt werden. Und dann. Ja. Wo bin ich? Da unten. Okay, gut, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ist nur blöd, dass die Wegstrecke immer so lang ist. Nein, er fällt runter. Pff, einfach runtergerutscht. Einfach runtergerutscht. Hä? Ist da echt niemand? Okay. Gut. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Ich wusste, dass da niemand ist. Das heißt, steht bestimmt einer vorne. So, wo ist der Wolf? Was? Shit. Seid wachsam, es ist eine Feindaktivität. Da oben drin? Sag mal. Nein! Shit, ey. Bestätigt!
Nein! Kein Eingreiftrop, Mann! Och, shit, ey. Nicht schon wieder. Moment. Gegen euch habe ich doch was. Gegen euch habe ich doch was. Ich könnte mal wieder ein Antifalett. Warum kann ich... Nein! Er wirft die Granaten nicht! Meine Güte, wie oft soll ich den drücken? So. Ich könnte mal wieder einen Biwak mit einem Anti-Verletzungs-Buff gebrauchen. Ach nee, der Heli. Wo kommen die denn alle her? So wird das nix. Vielleicht ist hier vielleicht doch der falsche Ort. Erkenntnis über Erkenntnis. Und ich dachte, ich nehme jetzt hier eine halbe Stunde schön entspannt Folge auf und fertig. Gehen wir dahin, probieren es an dem anderen Ort. Es wird doch nicht so schwer sein, 8 verfluchte Gegner zu töten. 2-mal. Ja, wenn wir es einmal geschafft haben, dann können wir das auch ein zweites Mal schaffen. Einfach am selben Ort dann nochmal. Aber das... Wir brauchen erstmal einen Ort. Die Kampfgeisttechnik geht halt so schnell vorbei. Ist halt wieder ein krasses Zeitlimit, ne? Kampfgeisttechnik. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Ich mache jetzt mal testweise einfach mal das HUD an. HUD ist hier. Das HUD an für die Klassentechnik. Ich stelle es auf immer. Komm. So. Erstens sehe ich dann, wenn sie voll ist. Und zweitens sehe ich, wie lange ich Zeit habe, bis sie wieder leer ist. Hier haben wir auch nicht 8. Ist doch ein Witz. Sollen wir denn 8 Gegner töten, wenn keine 8 Gegner nah beieinander sind? Oder nah genug beieinander sind? Das ist doch ein absoluter Witz. Tigerhafen. Ah, hier am vergessenen Heiligtum vielleicht. Von hier aus Richtung Süden. Süden wäre ungefähr da. Da könnten wir es versuchen, weil da ist die Gegnerdichte ziemlich hoch. Ist natürlich auch sehr gefährlich, was das Sterben angeht. Aber an dem anderen Ort, wo wir jetzt gerade eben waren, ist halt blöd wegen den... Ja, weil halt in dem vorderen Bereich nicht genügend Gegner sind. Wohin? Ein bisschen weiter. Mein Gott! Natürlich kommt jetzt das nächste Auto. Von denen lebt noch der und der.
gibt's doch nicht. Ich steige jetzt diesmal hier ein, damit ich nicht wieder zur Pistole wechsle. Habe ich dir das Gewehr noch? Ja, gut. So, komme ich... Nee, das ist die falsche Richtung. Dahin, wo die herkamen. Wenn die ein bisschen näher hintereinander gewesen wären, hätte es das gewesen sein können. Tja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Mami ist noch weit. Ja, mein Kind. Ganz weit. Du wirst verhungern und verdursten unterwegs. So, wie kam ich denn beim letzten Mal dahin? Das ist nicht das, was ich meine. Das ist... Was ist denn dieser Ort? Mit dieser komischen kleinen Hängebrücke. Das ist nicht der. Ich meine einen ganz anderen Ort. Ach, der antike Hafen war das. Na gut. Gut, wir probieren es jetzt trotzdem hier. Und wenn es fehlt, dann geht's halt wieder weiter. Shit. Ah, und schon wieder. Das ganz vergessen, das wird nichts mehr. Und wieder. Ach Mann, wie es mich ankotzt, ehrlich. Und ich kann nicht mal sagen, dass es die Schuld vom Spiel ist. Das ist das Schlimme daran. Ich bin einfach unaufmerksam. Mehr ist es nicht. Ich bin einfach unaufmerksam. So, nach einer Stunde muss ich dann doch mal was trinken. So. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt, eigentlich bin ich überfragt. Ich habe viele Ideen, aber das hier sieht aus, als könnten da viele Gegner sein. Probieren wir es. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Munition haben wir bestimmt noch genug. Ja, natürlich, weißt du, alles, wenn man stirbt, wird alles aufgefüllt. Aber die Klassentechnik, die ich gerade kurz vorm Tod eingesetzt habe, die ist dann trotzdem leer. Das ist doof. Das heißt, die müssen wir jetzt erst wieder neu auffüllen. So, in welche Richtung gucken wir? In die richtige. Gut. Da ist ein Auto. Ich würde schon fast sagen, wir gehen eigentlich besser zu Fuß, damit wir bei den Patrouillen noch ein bisschen die Klassentechnik aufladen können. Denn so aufmerksam wie ich heute bin, glaube ich nicht, dass ich die Patrouillen rechtzeitig entdecke. Ach, warum geht er denn so dumm da hinten in Deckung? Da klebt er sich so dumm da hinten an den Baum. Ich wollte hinter dem Baum in Deckung gehen und er... Das war jetzt die Schuld vom Spiel. Ach, Schuldumherschieberei. Wer kennt es nicht? Aber die Klassentechnik ist fast aufgeladen. Das heißt, wir haben es fast. Welche Richtung? Genau diese Richtung weiter.
Also, was ich eben noch sagen wollte, was ich auch echt unfair finde, ist, dass die Gegner durch ihre toten Kameraden durchschießen können, ich aber nicht. So, Klassentechnik voll. Patronenteile, warum auch nicht? Was ich auch machen könnte, wäre eine Straßensperre aufbauen. Und dann einfach warten, bis zwei gegnerische Autos da sind. Und die platt machen. Das wäre auch eine Idee. Was haben wir denn hier? Nichts. Licht. Da vorne ist dieses Lager, zu dem ich wollte, oder? Wir sind da, ne? Ja, genau. Genau, schauen wir mal. Was dort? Ich will mir das erst angucken. Wie es da aussieht. Ich habe halt keine Ahnung. Da läuft eine Wache rum, da steht ein Funker rum. Das ist ein Geschützturm auf dem Helipad. Ein Mörser. Dann da hinten ein Gegner. Also es sind auch wieder nur so wenige Gegner. Na, wir haben einfach generell zu wenige Gegner. Wir brauchen. An welchem Ort können wir das denn gut schaffen? Von den Scharfschützen zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. In dem ganzen Ding hier sind 8 Gegner, die ich jetzt gesehen habe. 9 hier, noch einer. Wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, Leute. Ich bin überfragt. Dezent. Beiden Scharfschützen, den hier vorne. 4. 8 Gegner, ne? 5, 6. Sieben, acht, ja, aber Schützturm. Da ist auch noch einer drin. Kannst du vergessen. Es wird nichts. Glaube ich nicht, dass das was wird. Ja, wollte gerade sagen, ich kann nicht in Deckung gehen. Ja, ich meine, ich kann es nur versuchen, ne? Die Technik ist so schnell leer, kannst du vergessen. Guck mal, ich bin ja nicht mal drin. Hey, was ist am Henker? Und die Technik ist leer. Was soll ich denn da machen? 8 Gegner in 5 Sekunden oder was? Ja, tötet mich, komm. Tut euch keinen Zwang. Ich leg mich sogar noch hin.
Klassentechnik ist viel zu schnell leer. Und das Ganze müssen wir auch noch zweimal machen. Mann. Ich glaube, ohne Autos wird das nichts. Tja, gut. Dann Plan B. Autos, Straßensperre. Uaha. Da ist eine schöne Kreuzung, da kommt gerade ein Auto. Leider nur eins, sonst könnte ich gerade jetzt, wobei, nee, hab hier keine Klassentechnik mehr. Es kommen zwei, hätte vielleicht gelangt. Jetzt bin ich tot. Mann, die Blätter haben mir die Sicht versperrt beim Schießen. Ich hätte mich sollen einfach mitten auf die Straße setzen. Ich könnte natürlich auch was anderes probieren. Erstmal müssen wir die Klassentechnik noch mal aufladen. Oh, und da sind noch zwei Wolves, habe ich eben gesehen. Und wieder ein Auto. Nice, alle erwischt. Und die Klassentechnik ist wieder voll. Da unten fährt wieder ein Auto rum. Ich parke das Auto jetzt unten an der Kreuzung. Oder auf der Hauptstraße. Naja, an der Kreuzung, genau. So. Und gucke, dass ich da so nach und nach eine schöne Straßensperre aufbaue. Problem ist, ich darf halt nicht sterben, sonst ist die Straßensperre wieder weg. Ich brauche zwei Autos hintereinander, mehr brauche ich nicht. Machen wir mit dem Schalldämpfer mal ab. Zwei Autos hintereinander und das zweimal. Und dann haben wir es doch. Jetzt kommt kein Auto mehr, oder wie? Ist zum Mäusemelken. Es tut mir echt leid, dass ich das alles hier an grad hochlade. Jetzt kommt ein Auto, aber nur eins. Tatsächlich nur eins. Es war tatsächlich nur eins. Schade. Ja, ich werde auf jeden Fall eine Umfrage starten. Kann auch sein, dass die, wenn diese Folge hier online kommt, dass die Umfrage dann bereits im Gange ist. Das weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall eine starten mit der Frage, ob ich die Folgen hier doch zusammenschneiden soll. Was nicht immer so einfach ist. Ich gehe nochmal dahin, weil da kommen eigentlich immer zwei Autos. Weil das ist eigentlich, das ist nicht immer so einfach, denn die... Manche Herausforderungen sind ja quasi über mehrere Punkte gestreckt. Also wenn ich, keine Ahnung, insgesamt, nur mal ein Beispiel, ich soll insgesamt 10 Gegner töten und dann töte ich einmal 5 und dann woanders nochmal 5. Das meine ich.
Aber mal schauen, das ist ja dann mehr oder weniger mein Problem. Na toll, bin zu langsam. Bin zu spät. Ist aber auch nur ein... Oh, da. Klassentechnik, los. Wo ist das andere Auto hin? Die sind weggefahren. Nein. Die kommen wieder zurück. Da. Nein! Nein! Mann! War so knapp. Es waren 7, glaube ich. Scheiße, ey. Oh, Mann. Diese Rumglitscherei. Da steigen die da aus und zack, sind sie oben auf dem Felsen. Ja, hat ja nicht gezählt, ne? Nee. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, da hinten ist eine Drohne. Eine komplette Wolf-Patrouille. Ach, da hinten ist das Biwak. Okay. Komm, wir brauchen wieder Klassentechnik. Ach, ist das nervig. Ist das nervig. Ich habe ja nichts... Naja, das heißt, ich habe nichts gegen Grind. Ich habe nichts gegen spaßigen Grind. Das hier ist... kein spaßiger Grind. Und ich dachte, ich könnte heute noch 2 Folgen aufnehmen. Tja, hat sich was. Bin ich verletzt? Ja. Ich lasse mich aber verletzt. Ich sehe nichts. Na toll. Ich sehe die Tode hier jetzt nicht als Nachteil an. Hat man ja auch schon in der anderen langen Folge gesehen. Ich sehe das eher als, ja, ein Tod hier eher als Chance an. Einfach nochmal sauber weiterzumachen. Mit gerespawnten Gegnern. Auch noch ein paar Gegner für die Klassentechnik. Hallo, Gegner. Da kommen noch welche. Guck mal da. Gut, Klassentechnik ist voll. Was? Oh, Alter. Muss das sein, dass die immer... Oh Gott. Nee, im Moment eigentlich gerade nicht. Dass man immer aus dem Visier rausgeht, wenn man getroffen wird. Immer so... Das ist auch dezent nervig. Aber realistisch, schätze ich. Bin fast tot. Du bist tot. Nee, fast. Noch nicht ganz. So. Komm. Einmal verarzten. Ja, das ist echt nervig. Das macht auch ehrlich gesagt keinen Spaß, ne? Diese blöden Zeit. Ich hasse das in allen Spielen, ne? Diese blöden Zeitlimits. Aufgaben mit Zeitlimits. Das war auch der Grund, warum ich bei XCOM 2, ich glaube, 3 Anläufe gebraucht, um das Spiel einmal durchzuspielen. Wegen diesem blöden Zeitlimit immer. Das hat mir komplett den Spielspaß geraubt. Da gibt's ja so ein Zeitlimit, da bis... bis das Avatar-Projekt abgeschlossen ist. Timer, der immer runterzählt. Wo man dann was dagegen tun kann, aber trotzdem. Zeitlimits sind
für mich auf einer Stufe mit Quicktime-Events. Ich setze mich jetzt einfach mal hier irgendwo hier hinter diesen Stein und scoute mal mit der Drohne. Ja, geh doch hoch. Was macht er denn? So. Ob da irgendwo noch ein Auto kommt. Da kommt keins. Da auch nicht. Ich brauche zwei. Zwei Karren. Zwei Karens. Weit und breit keine Karre, kein Auto, nichts. Nichts. Oh, das ist ja ein Flugabwehrgeschütz. Kommen einfach keine Autos. Ich muss wohl zwei Live-Autos erwischen. Sonst wird's nichts. Gehen wir nochmal zurück zum Biwak. Wäre ich da gerade ein Auto? Nein. Wunschdenken. Frage ist, wo ist hier das Biwak? Ich weiß nicht so genau, wo es ist. Oder ist es das hier? Nee, ne? Ich da drücke. Passiert nichts, bitte. Da, oder? Nee, auch nicht. Da, da ist es. Hab's gefunden. Das kleine Aschehäufchen. Aschehäufchen. So. So, alles wieder aufgebaut, aufgeladen, aufgefüllt. Bandagen. Spritzen. Und dann einen Tag verstreichen lassen. Damit da hoffentlich wieder ein Fahrzeug kommt. Wobei die Patrouille da hinten links ja auch immer noch rumläuft. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Wenn nicht, muss ich tatsächlich wieder Schnellreise dahin machen. Sieht so aus, als müsste ich das. Verdammt. Dann ist halt meine Straßensperre wieder weg. Aber mit ein bisschen Glück wieder Autos. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich das ohne Autos schaffen soll. Außerhalb meiner Taktik, da eben mich da oben hinzustellen. Die Idee war ja eigentlich ganz gut. Die Straßensperre ist noch da. Gibt's denn sowas? Wie hart kann man denn daneben schießen? Ich bin echt ein bisschen überfragt. Es kommt da keine Karre mehr. Ich werde verrückt. Ich fahre mal ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht hilft das was. Eine Stunde 20 Minuten Aufnahme, ja, warum auch nicht? Gut, mit denen will ich keine Bekanntschaft mehr machen, wenn es geht. Ist das da Schwefel, den man aufheben kann? Ja, gut.
jetzt kommt ein Auto, aber nur eins. Na toll. Eins bringt mir halt gar nichts. Und da hinten sind nur zwei Wolves. Beziehungsweise die sind auch schon wieder so weit weg. Dass die Klassentechnik bis dorthin wieder aufgebraucht gewesen wäre. Kommt da hinten ein Auto. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. So, schnell aussteigen. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich... Ah, ich glaube, es liegt daran... Jetzt ist da hinten eine Wolf-Patrouille gespawnt. Ich werde verrückt. Es sind aber auch wieder nur drei Wolves. Zwei. Oh, guck mal, die halten schön an. Das ist gut. Theoretisch ist das gut. Na, so viel, die halten schön an. Die halten überhaupt nicht an. Die versuchen sich durchzudrücken. Die drücken sich durch. Oh Gott. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr auf ein Feuergefecht. Auf ein unnötiges. Ich habe eine... Also meine Idee, die ich habe, woran es liegt, ist, dass es... dass das Gebiet entladen werden muss, damit wieder beide Autos spawnen. Weil es kommt eigentlich immer wenn ich da unten Schnellreise hingemacht habe, kam immer ein Auto von links und eins von rechts. Immer. Wirklich immer. Genauso wie am Harris Forest auf der Hauptinsel, in dem Biwak Harris Forest, immer nach kurzer Zeit ein Dingens kommt. Wie heißt's? Nee, es kommt weg. Da kommt ein Auto. Aber kein zweites. Nein, kein zweites Auto. Da kommt immer ein Konvoi nach einer Zeit. Jetzt kommt kein zweites Auto. Oh doch! Schnell! Klassentechnik! Lad schneller nach, Mann! Gegnerische Truppen! Wollt ihr mich verarschen? Das waren 8 Gegner! Oder? Oder waren es nur 4 in den Autos? Das heißt, ich hätte die komplett töten müssen. Oh, Leute. Ja. Ich werde wahnsinnig. Es ist 5:05. Eigentlich gehe ich so um 12 rum ins Bett. Angefangen mit der Aufnahme habe ich um kurz noch 10. Also mit ein paar Outtakes. Also 20 nach 10 so rum. Das macht echt keinen Spaß. Bin ich ganz ehrlich. Und dass sie immer so weit aus dem Auto wegfliegen, ist auch doof. Guck mal da. Die werde ich mir. Also es waren 1, 2, 3, 4, 5 im Auto. Siehst du? Und bei dem auch.
Ja klar, weißt du, die können aussteigen und sofort schießen. Die können das. Ich kann das nicht. Ich muss erst ganz gemütlich aussteigen, die Tür zumachen und dann mal ganz gemütlich die Waffe nehmen, dann kann ich schießen. Norman ist eh ein Witz. Also, das ist die Geschwindigkeit, mit der Waffen gezogen werden. Nimmst du jemanden auf die Schulter und dann zieht er erstmal noch eine halbe Stunde lang die Waffe, also die Pistole, bis es dann mal weitergeht. Ja, jetzt kommen wieder zwei, aber ich habe leider die Klassentechnik noch nicht voll. Welches Auto ist denn zuerst da? Das linke. So, komm. So, ich bin böse verletzt, aber ich kann jetzt nicht. Jawohl, einmal haben wir's. Komm, töte mich. Erlöse mich von meinem Leid. Einmal haben wir's. Einmal. Und das Ganze jetzt noch einmal. Boah. Leute. Alter Schwede. Man merkt's mir vielleicht an meiner Stimme an. Ich könnte eigentlich eine Pause gebrauchen. Aber ich will das jetzt noch schaffen. Zumindest diese eine Herausforderung, ne? Und dann mache ich ein Päuschen. Dann geht's weiter. Ich muss diese Folge auf jeden Fall heute fertig kriegen. So, da haben wir wieder einen. Da ist gerade das zweite gespawnt. Problem ist, wir haben halt, müssen jetzt halt erstmal wieder. Klassentechnik aufladen. Hat jemand überlebt? Nein. Gut. Es waren also fünf. Der eine ist aus dem Auto rausgefallen. Vielleicht kommt das andere Auto. Da kommen sie. So, Klassentechnik ist bereit. Von denen hat allerdings keiner überlebt. Gut, da die Klassentechnik bereit ist und das Ganze nur funktioniert, wenn der Bereich neu geladen wird, sprengen wir uns einfach einmal in die Luft. Wenn ihr euch fragt, wie meine Guides entstehen, also die richtigen Guides, die Tutorials, so ähnlich. Ganz viel Trial and Error. Ganz viel. Ganz viel Trial and Error. Anders geht's nicht. Ist halt so. Allerdings höre ich da auf, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Da haben wir einen. Da haben wir den zweiten. So. Der da zuerst ankommt. Da kommt er schon. Okay. Alle tot, ja? Gut, nachladen. Nach vorne sprinten. Jawohl, da haben wir die. Was? Hä? Wo kam der denn her? Sind die hintereinander oder ineinander aus dem Fahrzeug rausgesprungen? Okay, auf jeden Fall haben wir das. Jetzt endlich. Und jetzt müssen wir in Anführungszeichen nur noch einen Gegner überfahren und dann vier andere mit einem Sturmgewehr töten. Und das würde ich tatsächlich...
Also mit den Wolves und den, also mit den Wolves hier auf der Insel wird das, glaube ich, nix. Aber auf der Hauptinsel gibt's ja große Patrouillen. Daher würde ich das auf der Hauptinsel machen. Aber ich glaube, zuerst mache ich mal eine kleine Pause. Dann kriegt ihr davon nicht so viel mit, aber für mich, bis gleich. So, da bin ich wieder und ich bin bereits auf der Hauptinsel. Ja, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier hin. Relativ zügig vielleicht auch. Ich habe da hinten schon ein Dreiergrüppchen aufgeschreckt. Und dann fahre ich auch noch vorbei. Oh mein Gott. Das habe ich zwei überfahren. Ja, natürlich stell dich direkt auf den Felsen drauf, genau. Nein, renn doch nicht weg! Das war auf jeden Fall nicht schnell genug. Ach, Mann. Die Idee war gut. Die Ausführung eher so, meh. Vor allem, weil ich an dem, den ich eigentlich überfahren wollte, vorbeigefahren bin. Nachgeladen ist. Aber gut, das kriegen wir noch mal irgendwie hin. Warum können die Autos eigentlich nur mit Schrittgeschwindigkeit rückwärts fahren? Verstehe ich nicht. So, da sind auch welche aufgeschreckt, aber das haben wir nicht mehr genug hier in der Nähe. Aber wir finden bestimmt noch mal irgendwo eine hübsche Patrouille. Oder einen hübschen Checkpoint, der genügend Wachen liefert. Das hier ist kein Checkpoint, aber hier gibt es eigentlich auch genug Wachen. Na ja, gut, und einen Geschützturm, aber... Da sind wir am Arsch. Scheiße, Feindkontakt! Wo? Wo? Hä? Woher kam... Na ja, toll. Das hat doch schon wieder alles viel zu lange gedauert. Kann ich einsteigen? Natürlich nicht. Ja, komm, da wird sowieso wieder nichts mehr. Ah, das ist mich ärgert. Hauptsache noch den Fahrer da ausgeschaltet. Ah. Ja, gut. Aber meine Idee mit der Patrouille bleibt. So mehr oder weniger. Vielleicht sollte ich echt mal einen Schalldämpfer drauf machen. Allerdings mache ich dann halt so wenig Schaden. Ne? Also ich habe auch übrigens das HUD für die Klassentechnik habe ich wieder deaktiviert. Denn die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Wo hätten wir... Ich guck mal mit der Drohne. Oh, ein Auto. Gut. Ich guck mal mit der Drohne, wie es da aussieht. Da sind 2. 3, 4, 5, 6, 7. Wachen wären genügend da. Ich muss halt nur einen überfahren. Einen. Am besten wieder den rechten, den links, ne? Theoretisch. Den linken überfahren. Hallo. So. Na, mit dem Sturmgewehr, warum? Nee, jetzt habe ich wieder die Scheißpistole ausgerüstet gehabt. Mann, geht's mir auf den Sack. Oh. Ganz ehrlich, geht mir das auf den Senkel, ey. Mann, dass der immer diese scheiß Pistole ausrüstet. Nochmal, die Idee ist gut.
Nochmal checken, ob die Wachen noch so sind. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich könnte ja einen Köder dahin werfen. Einfach damit die jetzt da oben rumlaufen, dass die vielleicht runterkommen. Tun sie nicht. Naja, gut. Ich brauche ein Auto. Mann, dass er die blöde Pistole ausgerüstet hatte. Das hätte es gewesen sein können. Aber ich muss die ja mit einem Sturmgewehr töten. Die vier. Ja, noch ein bisschen länger. Fahren Sie einen Gegner mit einem Fahrzeug und töten Sie schnell vier andere mit einem Sturmgewehr. Gut, Motorrad wär auch ein Fahrzeug, ne? So, mal schauen, wie die jetzt da drüben stehen. Natürlich alle auf einem Haufen. Gut, aber einer kommt schon wieder zurück, das ist gut. Mit dem Motorrad müsste ich halt echt perfekt zielen, dass ich da einen treffe. Aber vom Motorrad kann ich halt schneller absteigen. Nein, ach verdammt! Das wär's gewesen. Drei haben wir geschafft. Ach Mann. Ich mach gleich den Immersive-Mode aus. Nee, mach ich natürlich nicht. Vielleicht stelle ich die Verletzungen auf nie. Das wäre vielleicht eine Idee. Haben wir vielleicht noch irgendeinen Buff-Food für Verletzungen? Wir haben Schutzdosis, Schadenswiderstand. Verletzungsresistenz, 30 Minuten lang. Ja, komm, hau rein. So, 30 Minuten Verletzungsresistenz. Brauchen wir nur wieder ein Fahrzeug. Ah, das Motorrad war echt gut. Wobei das von der Zeit her tatsächlich gar nicht viel ausgemacht hat. So lang wie Nomad da gebraucht hat, um sich wieder zu fangen. Aber das Motorrad ist halt wendiger. Na toll. Minigunner. Noch ein. Ach ja, genau. So. Jetzt habe ich ja echt die Qual der Wahl, was Fahrzeuge angeht. Ich setze mich mal nochmal ins hohe Gras. Und schau mal nach, ob sich da jetzt was geändert hat. Natürlich ist wieder keiner mehr draußen, ey. Mann. Haben wir hier den einen? Zwei, drei, vier. Ja, theoretisch könnte es klappen. Praktisch habe ich nichts zu verlieren. Also, rein da. Steht da keiner. Zumindest nicht so, dass ich ihn überfahren kann. Er kommt aber gerade wieder. Gut. So. Och, was ist da denn jetzt passiert? Sichtkontakt mit Feind!
Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind auf Level 17. Auch wenn man die Einblendung nicht mehr sehen konnte, leider wegen dem Geschützturm. Aber wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Endlich nach einer Stunde und 40 Minuten knapp. Leider die Einblendung nicht gesehen. Muss ich mir wieder was zusammenbasteln. Ja, fürs Thumbnail. Aber Hauptsache, haben es geschafft. Was steht denn im nächsten Level an? 10 Gegner, weniger als 40 Sekunden. Auch nicht schon wieder so ein Zeitlimit-Ding, Mann. 3 Gegner, während sie entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden und ohne einen einzigen Fehlschuss. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh mein Gott. Und töten sie Gegner mit einer Granate aus mehr als 80 Meter Entfernung. Also einen aber nur. Alter Schwede. Was für ein Fuck-up. Die ersten beiden Aufgaben vom nächsten Level da. Ich kotze schon jetzt im Strahl. Aber bis dahin haben wir noch kurz. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.